Albert, meine Freunde, heute werden wir auf virale Burger Pommes TikToks reagieren. Ja! Moin, meine Leute, ich bin's Leontin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute werden wir virale TikToks reagieren, also Burger Pommes TikToks. Genau, Leute, ich bin auch dabei. Moin, moin, Special Guest Marvin. Was geht? Ja, Leontin, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, lass mal reingehen, ne? So, Leute, bevor wir jetzt anfangen, noch ganz, ganz wichtige Sache. Jetzt ist mein Merch raus mit tanzigen Autogrammkarte und einem Turnbeutel, wo ihr jetzt eingeblendet seht. Genau, auf sehr nice. Auf Leontin.shop unten in der Videobeschreibung. Leute, seht ihr den Merch, gönnt euch gerne Leontin.shop, seid schnell. Und ich würde sagen, lasst doch mal reinstarten, ne? Mhm. So, Leute, fangen wir mal an mit der ersten. Bist du bereit? Ja. Von Mehmet ist sie. LOL! İçine patates kızartması koy. McDonald's her zaman açık. Birinde hamburger kızartması. Kalkıp doğruca McDrive'a gidiyorum. Lambomu gördüklerinde biliyorlar. Her sınıfta masada. Ey Sami, findest du bis jetzt? Ey, eigentlich finde ich das schon cool. Ja, die ist richtig geil, ne? Ja. Ey, schreib mir in die Kommentare, wie ihr die findet. Ich muss sagen, ich finde die nice. Die fetzt. McDonald's poşeti, herkes öğretmenlerin bu numaradan nefret ettiğini bilir. Dersler sıkıcıdır, burada kimse hemen McDonald's'a gitmek istemiyor. Çünkü burger kızartması harika, herkes bunun harika olduğunu düşünüyor. Boah, schreibt mir jetzt mal gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ist es so komplett auf Türkisch? Also ist es so wirklich alles richtig 1:1 übersetzt oder ist da ein paar Fehler rein? Schreibt es mal rein und schreibt mal rein, was ich, welche Reaction findet ihr am krassesten? Erkekler ve kızlar aynı şekilde ve şimdi herkes burger kızartması ürünlerini sallıyor. Selamlar yumurta kafalı Glaş'a gidiyor. Bölgeniz çok kötüydü. En büyük hizmet... Boah, ich verstehe gar nichts. Wie sieht's bei dir aus? Ich auch nicht, gar nichts. Hast du was verstanden? Nee. Sizsiniz yumurta kafanız boksör çocuklar gibi olacak şut. Hayranlarınız bile burger kızartması tarifi istiyor. Birinde hamburger kızartması, hamburgerin içine patates kızartması, koyun McDonald's her zaman gider. Birinde hamburger kızartması. Hey, ich muss sagen, die war schon geil, oder? Ja, schon. So, wir kommen jetzt zum nächsten hier, 24 Tim am Start. Oh. So, lass mal rein, ne? Ey, ich glaube, der hat die Bewegung nicht verstanden. Ja. Lol. Ich glaube, der kann die Bewegung noch nicht. Da musst du noch ein bisschen dran üben, ne? Ja. Der argentinische Burger Pommes. Aha. Lol. Mach ich mal. Auf. Pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's geht zu jeder Zeit. Burger Pommes. Ja, guck mal, wie saftig das wieder auch schön am, am Brutzeln ist, ne? Ja. Richtig nice. Pommes. Der erste argentinische Burger Pommes. Burger hat er vergessen zu sagen. Ja. Burger Pommes schmeckt ehrlich gut, aber nicht auf die 1, Leute. Auf die. Ey! Hä? Ey! Digga, der hat uns einfach gedisst, hat er uns. Burger Pommes, auf die 1. Pack die Pommes in den Burger rein. Doch, ich finde schon das nice, oder? Was meinst du? 320 oder so. Jetzt mache ich mal. Was hat der Burger 320 gekostet? Was hat er gesagt? Ich glaube 120 auf den Platz. Oha, wie? Leute, schreibt mir in die Kommentare, was er gesagt hat. Lol, das Video ist nicht mehr verfügbar. Hä? Oh mein Gott, es wurde gerade gelöscht. Welches? Das Burger Pommes Video, auf das wir gerade reagieren wollten. Hä? So, jetzt reagieren wir noch auf ein anderes Ding, auch ultra viral. 1 Million Aufrufe hat das. Ja. Kennst du das? Ja. Das war, ich glaube, an dem Tag haben wir so 4 oder 5 TikToks davon aufgenommen. Ja, ne? Stimmt, ja. Das war richtig nice, Leute. Weil ich fand es bis jetzt am besten. Ich weiß nicht, ich glaube dieses. Ja, das ist auch nice, ne? Wir gucken mal weiter, Leute. So, wir haben hier, wie gesagt, einige Burger Pommes TikToks. Ich würde sagen, wir reagieren doch mal auf. Ich bin mal gespannt. So. So, lass mal anhören, ne? So, Leute. Okay. Digga, hart, aber. Hörst du was? Ja, Alter. So hinter dem Fischer-mäßig, Loki. Oha. Das war richtig krass. Ey, wie findest du es bis jetzt? Eigentlich finde ich das ganz okay. Lol. Lego Burger Pommes. Okay. Oh, schau mal die Animation auch an. Was? Schau dir mal die Animation an. Stimmt. Die ist richtig fett, ne? Ja. Ey, das rockt richtig. Also Papa Platte geht da richtig drauf ab, ja, ne? Der findest du auch richtig geil.
Aber schaut euch das mal an, ey, wie der abgeht da mit der Red Bull-Dosen an. Ey, auch die Lego, Digga, das passt voll. Ja. Das findet wirklich gut zusammen. Ey, das ist so nice. Ja. Lol, das ist einfach echt. Leute, schreibt mal rein, wie ihr das findet. Ich muss sagen, es ist sehr nice geworden. Ja, schon geil, Jo. Wie fandest du das? Eigentlich echt cool. Ja. So, wir kommen zum nächsten TikTok. Opa, kannst du uns mal ein Lied aus deiner Kindheit vorsingen? Okay, ich bin gespannt. Hä? Ja, ist nice. Ja. Wenn die Kinder später sagen, Opa, das war ein richtiger Hit. So, jetzt schauen wir uns das nächste an hier. Ey, was war das denn für eine Metal-Variante? Auch was hat der Burger auch gemacht da? Voll durchspießt und so. Ja. Hier die ganzen Fußball-Komplexe sind auch gar nicht drin, ne? Ja, die haben wir noch. Einfach Neymar und boah! Boah, das war cool. Ja, Mann. Boah, das war krass. Boah, der war so krass früher, als er noch jünger war. Ja. Als er bei Barca gespielt hat, hat er alles auseinandergenommen, aber die war richtig nice. Ey, aber der Typ, wo das dieses TikTok gemacht hat, ich glaube, der mag richtig gerne Neymar. Ja, ich glaube auch. So, Leute, jetzt reagieren wir hier aufs Nächste. Okay. Schreibt mal in die Kommentare, Messi oder Ronaldo? Welches Team seid ihr? Auf jeden Fall Tü. Ich bin Team Ronaldo. Wo ist Team Ronaldo? Und wo ist Team Messi? Okay. Achso, jetzt kommt das Gleiche mit Ronaldo. Boah. Der ist mal fett. Ja. Okay, Leute, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Lasst ein Like da und ein kostenloses Abo. Und ciao, ciao. Ciao, ciao. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, welches ihr am besten fandet, Leute. Also ich muss sagen, es waren echt viele coole dabei, ne? Ja. Ciao.